Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur ersten Ausgabe von DBB TV. An dieser Stelle werden wir Sie künftig in regelmäßiger Form über die Neuigkeiten und News der deutschen Nationalmannschaften informieren. Das Team von DBB TV sind Elisabeth Koslowski und Christoph Bücker. In der ersten Folge von DBB TV dreht sich alles um die Länderspiele der A-Nationalmannschaft Herren, die an diesem Samstag in Braunschweig losgehen. Vor dem ersten Länderspiel hat die Mannschaft in Leverkusen ein Trainingslager absolviert und dazu haben wir mit Bundestrainer Dirk Bauermann gesprochen. Außerdem zeigen wir Ihnen Bilder vom Vorbereitungslehrgang, haben leider auch eine etwas schlechte Nachricht über Joe Herber, aber alles Weitere sehen Sie nun selbst. Viel Spaß! 10 Tage Vorbereitungslager sind fast zu Ende. Wie lautet Ihre Bilanz? Sehr positiv. Ja, die Jungs haben hart gearbeitet. Heute Morgen haben wir zum Beispiel eine 4-Stunden-Einheit hingelegt. Die jungen Spieler haben gezeigt, dass sie zu Recht nominiert wurden. Die Erfahrenen haben extrem gut gefühlt, immer Vollgas gegeben. Also es waren bisher jedenfalls runde 10 Tage, die erfolgreich waren. Wir sind einen großen Schritt weiter, gekommen, haben uns weiterentwickelt, also bisher bin ich sehr zufrieden. Sie haben in meinem Interview gesagt, dass die älteren Spieler die jüngeren geführt haben, ihnen geholfen haben. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, kleine Sachen, immer wieder Details erklären, Unterstützung geben, einfach mal auf den verlängerten Hintern hauen und sagen, pass auf, macht nichts weiter. Und bei jeder Übung versuchen, der Erste zu sein. Immer Vollgas geben, nicht so als erfahrene Spieler so ein bisschen locker und mal gucken, sondern vorne weg, damit die Jungen hinterher müssen. Und da die Jungen selber die Ersten sein wollen, gibt das dann auch immer eine sehr gute Intensität im Training. Also das war perfekt. Sie haben erklärt, sie haben unterstützt und sie haben am Beispiel geführt, besser geht's. Vielen Dank. Die Fans der deutschen Nationalmannschaft kamen in Leverkusen in den Genuss, ihr Team bei einem öffentlichen Trainingsspiel zu erleben. Da sich die Ingi Dieber-Korbjäger in diesem Sommer nicht im Ausland, sondern in Deutschland auf die bevorstehende Europameisterschaft vorbereiteten, war das Spiel für beide Seiten eine tolle Sache. Für die Mannschaft war es eine willkommene Abwechslung im anstrengenden Trainingslager und für die Fans eine super Gelegenheit, die neuen Gesichter im Team von Dirk Bauermann live zu sehen. Gespielt wurde untereinander. Team Weiß trainiert von Assistenztrainer Volker Stix gegen Team Schwarz von Assistenztrainer Dennis Wucherer. Für die Spieler beider Mannschaften ging es um viel. Stehen doch schon an diesem Wochenende die ersten beiden Heimspiele an. Der DBB, der ein solches öffentliches Trainingsspiel seit mehreren Jahren zum ersten Mal wieder durchführte, freute sich über den tollen Besuch von rund 600 Zuschauern in der Leverkusener Smith Arena. Es entwickelte sich ein äußerst munteres Trainingsspiel, in dem alle Akteure ausreichend Spielzeit bekamen und sich präsentieren durften. Alle Neulinge zeigten im Team des DBB viel Einsatz unter den Augen einiger Bundesliga-Trainer und Manager. Besonders Heiko Schafazik harmonierte hervorragend mit Jagler und zeigte, dass er eine echte Alternative auf der Playmaker-Position sein kann. Es war alles andere als ein leichtes Trainingsspiel, denn schnell zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, dieses Spiel auch zu gewinnen. Nicht zuletzt dank Jan Jagler, der sowohl aus der Distanz als auch im 1 gegen 1 stark agierte, gewann Team Schwarz das interne Duell der beiden DBB-Mannschaften am Ende knapp. Doch es gab noch mehr Gewinner in diesem Spiel. Bundestrainer Dirk Bauermann freute sich über den gelungenen Einstand der vielen jungen Spieler und auch darüber, dass er sich auf die Klasse seiner etablierten Spieler, wie hier des neuen Kapitäns Steffen Hamann, verlassen konnte. Uns beim Länderspiel Deutschland gegen Serbien am 15. August, 19 Uhr, in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Wir sehen uns beim Länderspiel Deutschland gegen Serbien am 16. August um 17 Uhr in der Anhalter Arena in Dessau. Bei unserer Aufnahme war Johannes Herber noch guter Dinge, beim Länderspiel in Dessau dabei zu sein. Nur wenige Tage später riss er sich im Training das Kreuzband. Wir wünschen ihm von dieser Stelle alles Gute und hoffen, ihn bald wieder auf dem Spielfeld zu sehen. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von DBB TV. Tschüss.